Roboxen. Wie bekomme ich das kostenlos? Bleib dran, denn ich erzähle dir heute, wie du Roboxen bekommen kannst und das kostenlos. Ich erkläre dir auch ein paar Dinge, wie zum Beispiel die Knöpfe. Diese eine Hose kaufen wollen oder dieses eine Ding im Shop. Was die Online.at tragen, Punkt, das kostet so viele. Roboxen, ehrlich, eine Frage. Hast du Bock, Geld dafür auszugeben? 17.000 Roboxen, nur zum Beispiel 17.000 Roboxen kosten zum Beispiel 219,56 € mit der 5-Euro-Karte und 219,78 € mit der 10-Euro-Karte. Boah, 25 Cent weniger, das macht die 219 € weniger. Nein, das tut es nicht, okay, stimmt, 25 Cent sind 25 Cent, oder? Das sind zumindest 880 Pfandflaschen, also die 220 €. Übrigens kann man dafür ein Center Shop kaufen, na also. Kostenlos, kostenlos, kostenlos. Ja, es gibt kostenlose Dinge im Shop. Aber willst du es wirklich benutzen? Oder kennst du das, wenn dieser eine YouTuber dieses One-Paket in diesem einen Spiel kauft und sein Leben um das Milliardenfache ändert, beziehungsweise meine ich, dass das Spiel dann viel, viel leichter ist, kennst du das? Hier ist das Spiel. Das Spiel heißt GL's Donate. Und ich werde erklären, wie du es schaffen kannst, die Roboxen zu sammeln. Und ich werde auch erklären, wie du die Knöpfe bekommst, damit die Leute dir überhaupt Roboxen geben können. Da gibt es auch einen kleinen Haken, also bleib dran. Jetzt kommen die Knöpfe. Bevor ich anfange, abonniere doch meinen Kanal und helfe mir bei meinem kleinen Ziel 500 und danach meinem großen Ziel 1000 Abonnenten zu knacken und einen kleinen süßen Kommentar schreiben, würde sehr, sehr nett sein. Ich verspreche, ich werde antworten oder leaken. Wenn ich das nicht tue, bekommst du 100 Roboxen. So geht's. Zuerst musst du auf deinem Gerät auf Chrome oder Safari oder was immer du benutzt. Danach gehst du auf roblox.com, du musst dann deine Daten eingeben, dein Name oder E-Mail und dein Passwort, wichtig. Du musst auf Login drücken. Und da oben muss roblox.com stehen. Wenn du das hast, dann geht es weiter, du musst erstmal auf die drei Punkte oder auf A und musst halt drauf drücken, wenn du auf einem Computer bist, dann nicht. Drücke nun auf Desktop-Version. Wenn du das tust, dann wird kurz deine Seite neu geladen. Gehe nun auf Create auf Deutsch übersetzt erstellen. Jetzt musst du auf die drei Striche doppelklicken und dann auf verbundene Items. Gib deinem Produkt nun einen Namen und eine Beschreibung. Außerdem musst du ein Bild hinzufügen. Jetzt musst du auf Abzeichen erstellen und dann auf die drei Striche klicken, dann oben links auf Ersteller bzw. Creator. Auf Dashboard auf die drei Punkte und dann drückt man erneut auf verbundene Items und nun kann man einen Preis erstellen und hochladen. Dann deinen Name und eine Beschreibung für den Preis und das war's. Warte bitte noch einen Moment, danke. Thomas hat mir 10 Robux gegeben und Sky 5, danke. Ich wollte etwas hinzufügen, vielen Dank fürs Zuschauen. Das ist sehr nett von dir. Könntest du bitte abonnieren und einen netten Kommentar schreiben? Das Video zu leaken und zu teilen wäre auf jeden Fall sehr nett. Vielen Dank und ich wünsche dir viel Glück bei dem Spiel. Like alle Kommentare.